Tag. Guten Tag. Noch eine Minute. Haben Sie schon gepackt? Wir haben schon gepackt. Natürlich, morgen früh geht es los nach Spanien. Wir wollen diesmal nach Griechenland. Mein Mann hat schon seit einer Woche Urlaub, aber wir müssen immer die Schulferien abwarten. Ja, wir auch. Guten Tag, Mami. Gut. Ist alles gut gegangen? Hast du alles nichts vergessen? Ja, gut, komm, wir müssen nach Hause gehen, ja. Auf Wiedersehen. Na, Florian, wirst du auch mit dem Wagen abgeholt? Nein, schließlich bin ich auch kein Baby mehr und außerdem habe ich ein Fahrrad. Na, bequemer ist er schon mit dem Wagen. Ah, da kommt die Irene, Mami. Also dann tschüss. Irene, Mami. Tag, Mami. Guten Tag, mein Schatz. Gute Fahrt. Können wir deinen Freund nicht ein Stück mitnehmen? Vielen Dank, aber ich bin mit dem Rad da. Aber du hast ihn noch morgen zu deinem Geburtstag eingeladen. Klar, ist du mein zweitbester Freund. Und wer ist dein erstbester? Du natürlich. Schmeichelst du auch deiner Mutter so? Ich habe keine Mutter mehr. Sie ist gestorben. Oh, das ist traurig. Aber sicher hast du einen sehr netten Papi. Ja, den habe ich. Also dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Also morgen um 4. Ja, ja. Schulkameraden und Dinnen. Ich erlaube mir, lieber Thomas, dass ich im Namen aller eingeladenen und nicht eingeladenen Schulkameraden dich zu deinem Geburtstag herzlich beglückwünsche. Ein netter Junge. Ja, ich glaube, Florian heißt er. Möge dich der Schutzpatron aller Schulkinder weiterhin beschützen. Du mögest weiterhin Glück haben, wenn du deine Schularbeiten von deinem Nachbarn Heinrich dem Klugen abschreibst. Es möge dir immer wieder gelingen, wenn du zu spät kommst, deine Lehrerin die lächerlichsten Ausreden glaubhaft zu machen. Ich bitte um Entschuldigung, Frau Lehrerin, aber wir hatten eine Reifenpanne. Und außerdem... Jetzt hör schon auf! Ha, da hört man ja schöne Sachen. Da es nun ohne Zweifel feststeht, dass der Feind mithört, beschränke ich mich darauf, dir, lieber Thomas, endgültig viel, viel Glück zu wünschen. Hoch die Tassen! Das macht doch nichts. Ich habe vorhin sein Zimmer gesehen. Die ganzen Wände hat er mit Bildern vollgepickt. Darfst du das? Natürlich. Die Arene-Mami schenkt mir die Bücher extra, damit ich die Bilder ausschneide. Mein Vater würde mich schön durchprügeln. Warum nennst du deine Mutter immer Arene-Mami? Zum Unterschied von meinen anderen Muttis. Thomas hat drei Muttis. Hast du das noch nicht gewusst? Nein, wie ist sowas möglich? Meine richtige Mutti und Papi haben sich scheiden lassen. Er hat dann die Renate-Mami geheiratet, dann hat er sich wieder scheiden lassen und jetzt haben wir die Irene-Mami. Und ich habe gar keine Mami. Das kann dir leid tun, besonders am Geburtstag. Schau, da kommt meine richtige Mutti und die Renate-Mami. Da werde ich dir Augen machen, was die alles mitgebracht haben. Mutti, Renate-Mami! Thomas, ja. Tag, mein Schatz. Geht's dir? Oh, ist das für mich? Ja, alles. Alles. Tag, meine Lieben, da seid ihr endlich. Ja, guten Tag, wie geht es denn? Na danke, wie geht's euch denn? Thomas hat schon gewartet. Möchtest du auch drei Muttis haben? Ich wäre schon glücklich, wenn ich eine hätte. Mhm.
machst du denn da? Sag mal, du bist wohl total verrückt geworden, was? Du zerschneidest dieses kostbare Buch, Florian? Habe ich dir nicht 100-mal gesagt, du sollst die Bücher deines Vaters mit Respekt behandeln? Und nur mit sauberen Händen anfasst. Meine Hände sind sauber und vom Ausschneiden hast du nie etwas gesagt. So, hast du schon wieder vergessen, was? Was hast du denn da überhaupt ausgeschnitten? St. Florian, ich dachte, weil wir doch zu Onkel Maus fahren, freut es ihn, wenn ich ihm ein Bild von St. Florian mitbringe. Er wohnt doch dort. Ja, wenn du solche Sachen machst, dann überlege ich mir, ob ich dich nicht besser zu Hause lasse. Bitte nicht, Paps. Du machst eines meiner kostbarsten Bücher kaputt und entschuldigst dich nicht einmal. Entschuldige, Paps. Und? Ich will es nicht wieder tun. Das will ich auch hoffen. Sag mal, sollst du nicht schon längst im Bett sein? Frau Beck wird mich schon holen. Aber für dich ist es Zeit für deinen Whisky. Eine gute Idee. Sag, Papst, hat Mami um diese Zeit mit dir auch immer Whisky getrunken? Ja, meistens. Du, Paps? Mhm. Ich möchte auch eine lebendige Mami haben, so wie die anderen. Das hast du ja noch nie gesagt. Aber seit ich in die Schule gehe, da haben die anderen Kinder auch alle eine lebendige Mami. Möchte ich auch eine haben, zwar eine nette. Klingt ja so, als ob du schon einen in Aussicht hättest für mich. Vielleicht meine Lehrerin. Sie mag mich, sie wird dir bestimmt aufgefallen. Oh, wie sieht sie denn aus? Sie ist ganz schlank und hat ganz weiße Haare. Oh, das ist zu alt für mich. Wie alt bist du denn, Paps? 39. Und bist du auch nicht mehr der Jüngste. Na, hast du recht. Florian, wir müssen ins Bett gehen. Was ist denn los? Das kratzt. Du müsstest dich am Abend auch rasieren. Nur Dummköpfe rasieren sich zweimal am Tag. Und auch das nur, wenn sie verliebt sind. Paps, bist du mir noch böse wegen dem Buch? Na, ein bisschen. Der Martin möchte Sie sprechen, Herr Richter. Soll reinkommen. Martin, kommen Sie herein. Gute Nacht, Paps. Schlaf gut. Guten Abend, Herr Richter. Ah, guten Abend, Martin. Was gibt's denn? Alles in Ordnung, Herr Richter. Jetzt ist sie wieder ohne Luft. Wer ist ohne Luft? Die Steuerung in Ihrem Wagen hatte zu viel Luft. Ich war in der Werkstatt. Ach so. Richter, stimmt das, was die Frau Beck mir da erzählt hat? Ich nehme an, ich habe sie noch nie beim Lügen ertappt. So meine ich es ja nicht, aber sie hat mir erzählt, ich soll sie während ihres Urlaubs fahren. Na und, haben Sie etwa keine Lust? Doch, doch, aber Sie sind ja sonst immer selber gefahren. Na ja, diesmal nicht. Wenn man dauernd hinter dem Lenkrad klebt, dann hat man nichts von der Landschaft. Prost, Herr Richter. Danke. Und wer soll den Firmenwagen fahren, wenn ich nicht da das bin? Das weiß ich doch nicht. Richter und Co. wird doch mal 14 Tage ohne ihn auskommen. Na gut, der Josef braucht auch einmal seine Ruhe. Wer ist denn das nun wieder? Der Firmenwagen, ich nenne ihn so. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Richter. Gute Nacht, Martin. Eins, zwei, drei, vier. Tag, Schäfchen. Die Reifen sind aufgepumpt, Tank gefüllt, alles parat. Morgen kann's losgehen. Da bist du ja endlich. Was ist denn los? Kein Küsschen? Es hat sich ausgeküsst. Hm? Du kannst allein fahren. Was habe ich denn schon wieder verbrochen? Gestern war Sonntag. Ja, das gebe ich zu. Gestern war Sonntag. Und du musstest um 5 Uhr nach Hause fahren, um noch zu arbeiten. Stimmt. Wie kommt es dann, dass du um 6 Uhr mit Carla auf dem Balkon gesessen bist und Kaffee getrunken hast? Das hat man mir jedenfalls berichtet. Dein Spion hat aber gute Augen, wenn er genau weiß, wer bei mir im zweiten Stock auf dem Balkon war. Das rotgefärbte Haar dieser Dame wäre auch noch im dritten Stock deutlich sichtbar gewesen. Carla färbt ihre Haare nicht, die sind echt. Nachdem sie dich hat sitzen lassen und deinen besten Freund geheiratet hat, triffst du dich immer noch heimlich mit dieser Person. Von heimlich kann keine Rede sein. Ich wollte dir das alles erklären, aber du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Bitte, bitte, ich bin gespannt auf deine Erklärung. Ich habe Carla 1,5 Jahre nicht gesehen. Gestern, wie ich mich gerade hingesetzt habe zu arbeiten, läutete Sturm. Carla.
Sie hat einen furchtbaren Streit mit ihrem Mann gehabt und wollte mich um Rat bitten. Ach. Ja, ja, sie hält nämlich etwas auf meinen Rat. Ja, ja, ich weiß, sie blickt ja zu dir empor. Ja, du im Übrigen im Augenblick auch. Ach. Sie war verzweifelt. Sie wollte sich bei mir ausweinen. Ach, die Ärmste. Und du bist der einzige Mensch, den sie in München kennt. Ach, sei doch vernünftig, Chefchen. Was sollte ich denn machen? Sie vom zweiten Stock auf die Straße hinunterwerfen? Ja. Na ja, na. Also ich verspreche dir, ich werde den Namen Carla nie mehr erwähnen. Und ich versichere dir, ich werde das Thema nie mehr anschneiden. Allerdings, deine Eifersucht auf Carla ist vollkommen... Ach so, ja, ich wollte ja nicht mehr darüber sprechen. Du, soll ich dir heute Abend helfen beim Kofferpacken? Hm? Eine gute Idee. Ja? Baujahr? 1949. Muss ebenfalls. Grüß Gott. Guten Tag. Ich möchte ein Buch über die Wachau haben, aber es muss mit Bildern sein. Mhm. So. Ein Buch über die Wachau. Hier. Nein, das ist mir nicht schön genug. Ich meine ein anderes, ein richtiges Buch. Tja, das tut mir leid, aber wir haben nur diese Hefte. Einen großen Bildband muss ich erst bestellen, weißt du? Moment mal. Ja, da gibt es einen sehr schönen Band vom Campen-Hoffmann Verlag. Was kostet der? 58 Mark. Das ist mir zu teuer. Haben Sie keinen anderen? Ja, hier gibt es noch einen. Der kostet 19,50 Mark. Gut. Dann bestelle ich den und nehme das Heft so lange mit. Gut. Hier sind 21,50 Mark. Reicht das? Das macht 3,50 Mark. Der Band 19,95 Mark. Das macht... 23,45 Mark. Dann musst du mir noch 2,95 Mark bringen, wenn du das Buch abholst, ja? Wann wäre das? So in 3 bis 4 Tagen. Da bin ich nicht mehr da. Ich fahre mit meinen Paps in die Wachau mit dem Auto. Wir machen einen Besuch. Ich habe nämlich Ferien. So? Na, dann wünsche ich dir viel Vergnügen. Das wird sicher eine schöne Fahrt die Donau entlang. Kennen Sie die? Ja. So, und jetzt schreibe ich dir eine Quittung. Wie heißt du denn? Florian. Florian Richter. Florian Richter. Und wo wohnst du? Gleich hier in der Nähe. Lamonstraße 6. Lamonstraße. Kennen Sie das Haus nicht? Nein. Es ist das schönste in der ganzen Straße. Sie haben es sicher schon gesehen. Mein Papst hat es selbst gebaut. Er ist nämlich Architekt. Aha. Hier. Sie haben auch so einen Anhänger wie ich. Kann man Ihren aufmachen? Ja. Meinen auch. Was haben Sie drin? Ein vierblättriges Kleeblatt. Hier, das ist meine Mami. Sie ist aber gleich gestorben, wie ich auf die Welt gekommen bin. Das ist aber traurig. Fast ganz gleich. Komisch. Mhm. Eine Baustelle nach der anderen. Ich muss beschrammt gewesen sein, dass ich mich ja breitschlagen lassen, nicht auf der Autobahn zu fahren. Ach was. Du hast dich nicht breitschlagen lassen, sondern meinem Vorschlag zugestimmt. Spontan. Nachdem du stundenlang auf mich eingeredet hast. Na, was kann ich denn dafür, wenn du so lange brauchst, um endlich einzusehen, dass es richtiger ist, schön gemütlich an der Donau entlang zu fahren? Mhm. Wenn du doch erst in einer Woche in Wien sein musst? Übrigens bedarf es keiner Schlaglöcher. Dein Wagen klappert auf der Autobahn genauso. Carla hat diesen Wagen geliebt. Haben wir nicht ausgemacht, dass dieser Name... Ja, pardon. Du? Hm? Magst du ein Stück Kugelhupf? Selbst gebacken. Nein, danke. Na, von meiner Kochkunst scheinst du nicht viel zu halten. Ach, ist das herrlich hier. Hm? Hm? Das auch noch. Was ist denn los? Ja, bitte. Also das wäre uns auf der Autobahn nie passiert. Aber du, mit deiner romantischen Straße. Wie kann man sich wegen einer Panne so aufregen? Sei doch froh, dass wir überhaupt nach Wien kommen.
Du wirst sehen, meine Großmutter hat schon alles vorbereitet mit dem Chef von der Austria Chemie. Die ist so gut mit dem befreundet, die Stellung kriegst du bestimmt. Dass ich zufällig als Chemiker etwas kann, ist vollkommen Nebensache. Hauptsache ist die Protektion deiner Großmutter. Aber sie meint's doch nur gut. Ja, gewiss. Ich bin ihr auch dankbar dafür. Aber du scheinst der Ansicht zu sein, dass ich ohne die Protektion deiner Großmutter nicht weiterkomme. Aber verlass dich drauf. Ja. Ich bekomme schon eine Stellung, wenn es auch etwas länger dauert. Ach so. Ich denke, wir wollten so schnell wie möglich heiraten. Na ja, wollten wir. Dann werden wir eben später heiraten. Und dir ist das ganz egal, wann wir heiraten. Also mir ist das nicht egal, so dreh mir doch nicht mit das Wort im Mund herum. Ach, ich bemühe mich, meine Großmutter bemüht sich mit dem Resultat, dass du verletzt und beleidigt bist. Ich bin doch nicht beleidigt, ich bin auch nicht verletzt, du bist doch beleidigt. Ich bin beleidigt, dass du bist beleidigt. Aber lass mich doch in Ruhe, hör doch endlich mal auf. Ach. Zusammen, der Inn, die Donau und... Und der dritte Fluss? Das ist die Ilse, liegt weiter hinten. So, und jetzt gehen wir was essen, ich habe nämlich Hunger. Ich habe aber noch keinen Hunger. Ich könnte höchstens eine Torte mit Schlagsahne, ein Eis und ein paar Waffeln essen. Hm. Und nachher ist der wieder schlecht, ne? Nein, mir wird vom Eis nicht schlecht, nur vom Spinat. Na komm. Ich freue mich, dass ich dir das alles zeigen kann. Passau ist eine herrliche Stadt. Mhm. Diese verschiedenen Baustile, weißt du? Der Dom in Hochbarock, mhm, die Residenz mit dem Rokoko-Treppenhaus und die Abteikirche, ja, ist ganz... Das ist aber nicht dein Ernst. Was meinst du? Dass wir uns das alles anschauen sollen. Aber du hast doch einen Faible für Architektur. Ich bin Chemiker. Ich verstehe was von Thyroxin, Diothyroxin, Pironzol und Derivate, aber nicht von Rokoko und Barock. Ach, Walter, red doch keinen Unsinn. Erinnerst du dich an unsere erste Fahrt? Die Schlösser an der Loire haben dir doch auch gut gefallen, oder? Nein, du hast mir gefallen. Ich habe damals geschwindelt. Ach so. Und jetzt lohnt sich's nicht mehr, weil die Liebe nicht mehr so groß ist. Und Donnerwetter, ich liebe dich auch ohne zehn Kirchen anzusehen. Und diese ewigen Zänkereien, die hängen mir zum Hals heraus. Mir auch. Bitte, kannst du einen Moment anhalten? Ja, das kann ich. Was ist denn, wohin bist du denn? Nach Wien. Und zu Fuß? Nein, zu Schiff. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wann das nächste Schiff nach Wien geht? Ja, in 2 Stunden. Oh, hey. Kann man den Koffer hier irgendwo abstellen? Ja, dort drüben ist die Gepäckaufbewahrung. Ah, danke schön. Hier bei Hofrätin Welser, bitte höflich. Ah, das Fräulein Gabriele küsst die Hand. Danke. Danke höflichst, wir sind wohl auf. Und wie steht bei dem gnädigen Fräulein das Befinden? Mit wem flirten Sie denn da, Ferdinand? Mit der Fräulein Gabriele. Ah. Fräulein Gabriele ist am Apparat. Hallo? Ja, grüß dich Gott, mein Schatz. Ja, was? Du sprichst aus Passau. Sie spricht aus Passau. Sag, wann kommst du denn zu uns? Was? Du kommst allein? Der Doktor kommt nicht mit. Ja, warum denn? Warum kommt denn der Walter nicht mit? Ich hab doch alles schon so schön vorbereitet. Das ist doch wirklich zu dumm. Sie haben gestritten, Ferdinand. Soll sich heute wieder aussöhnen? Der Ferdinand meint, ihr sollt euch halt wieder aussöhnen. Ja, schaut, das führt doch zu nichts, dass du ihm immer deine Überlegenheit spüren lässt. Weißt du, ich habe mir auch schon neulich gedacht. Was? Aber nein. Also schau, ich spreche dir doch nicht rein, um Gottes Willen. Also du musst doch selbst am besten wissen, was du zu machen hast. Aber, also, dann auf bald, mein Schatz, ja? Freue mich schon. Wiedersehen. Adieu. Servus. Was hat sie denn noch gesagt, die Freundin Gabriele?
Dunsten will sie ihn lassen. Diesmal verzeiht sie ihm nicht so schnell. So klein muss er werden, bevor sie ihm wieder gut ist. So, was ist fertig? So, und du? Ein gemischtes. Geh mal, Junge. Hallo! Florian, was machst denn du hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich in die Wache aufbaue mit meinem Papst mit dem Auto. Ach ja, das hast du mir gesagt. Entschuldige, das habe ich ganz vergessen. Hoffentlich haben Sie nicht vergessen, das Buch zu bestellen. Aber nein, natürlich nicht. Wo haben Sie denn Ihr Auto? Ich habe kein Auto. Ich fahre mit dem Schiff. Kann man das auch? Ja, natürlich. Das dauert zwar etwas länger, ist aber sehr erholsam. Erholsam? Mhm. Also Wiedersehen, ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Florian. Ich suche mich Papst. Dampfer. Es muss sehr schön sein, auf so einem Dampfer zu reisen. Ja. Und billig und auch erholsam. Erholsam, kann schon sein. Sind bestimmt auch recht nette Leute am Schiff. Schon möglich. Weißt du, Florian, wie der Mann heißt, der auf diesem Schiff kommandiert? Ja, Kapitän. Hm? Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Jetzt auch. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Das ist ein langes Wort. Da kommt schon wieder ein Schiff. Mein Freund Karl war voriges Jahr mit dem Dampfer bis nach Schweden. Ach bitte, Papst, fahren wir auch. Du möchtest wohl auch nach Schweden, was? Jetzt sofort? Nein, ich wollte bloß ein kleines Stückchen mit dem Dampfer fahren. So wie voriges Mal am Bodensee. Weißt du noch, wie wir so schön ins Wasser gespuckt haben? So was vergisst man doch nicht, Florian. Und gesungen haben wir. Was haben wir eigentlich gesungen? Lustig ist das Matrosenleben, halleja, halleja, ho. Brauchen keinen Zins zu geben, halleja, halleja, ho. Steuern zahlen tun wir nicht. Wo wir sind, da bleiben wir nicht. Entschuldigung, Herr Richter. Bitte. Halleluja, 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 halleluja. Bitte. Also, Papst, wir haben den Wagen gewaschen und der Martin ist nach Linz gefahren. Na gut. Hast du eigentlich schon gezahlt? Nein, noch nicht. Dann wird es aber höchste Zeit, sonst versäumen wir das Schiff. Herr Ober! Jawohl, bitteschön. Na, mein Junge, gefällt's dir hier? Ja? Oh, Verzeihung. Zahlen? Jawohl, zahlen. Also ein kleines Gulasch, ein Apfelsaft, ein Brauner und eine kleine Semmel. 22. Bitte, 22. 40. 40. Also ich muss Sie mal anschauen. Sie kommen mir so bekannt vor. Entschuldigen Sie schon. Waren wir nicht in der Schule oder wo? Verzeihung, wie alt sind Sie denn? 39. 39. Und eins ist 40. Dankeschön. Ah, hier wird das Geburtsdatum mitgerechnet. Ah, da kommt unser Schiff. Oh, darf ich runter zur Anlegestelle? Ah, wenn du willst. Nehmen wir ihm anderes oder fahren morgen früh? Nein, ich will aber mit diesem. Also gut.
auf, das sehen wir mir. Ja, bitte. Auf hin, Paps. Schau also rum. Du schwindelst, du hast deine Dame angeschaut. Ja, also gut, habe ich auch. Hübsch, gell? Mhm. Sieht ganz sympathisch aus. Willst du sie kennenlernen? Da kann ich was machen. Was heißt denn das, Florian? Was sind das für Reden? Da kann ich was machen. Ich kann sie dir vorstellen. Ich kenne sie nämlich. So, woher denn? Aus München. Die ist nämlich meine Buchhändlerin. Bei der habe ich dir doch das Bachhaus gekauft. Ach so. Als dann. Grüß Gott. Das ist aber eine Überraschung. Ja, Florian, ich dachte, du bist mit dem Auto unterwegs. Ja, das haben wir uns überlegt. Hier, dort drüben sitzt mein Papst. Was ist das? Ich freue mich, den Vater meines nettesten Kunden kennenzulernen. Wo haben Sie eigentlich Ihre Buchhandlung, Fräulein? Gabriele Welser. Also meine Buchhandlung, das stimmt nicht ganz. Ich bin nur ein bisschen beteiligt. Die ist ganz in ihrer Nähe, Ecke Schumann-Cuvier-Straße. Oh, da sind wir ja bei einer Nachbarn. Mhm. Ich werde das bei meinen künftigen Einkäufen berücksichtigen. Dankeschön. Ich gehe jetzt ein bisschen spazieren, Papa. Ah, fall nie ins Wasser, du. Du lause Junge. Bis links kann ich Sie mitnehmen, wenn Sie mögen. Nein, danke, ich gehe. Und gehen nennen Sie das? Sie humpeln doch. Sehr fein beobachtet. Also, um Missverständnisse zu vermeiden, ich will Ihnen nur behilflich sein. Das kennt man schon. Na, bei mir sind Sie sicher. Ich habe mit Frauen so viel Ärger gehabt, dass ich zunächst keiner näher trete, die unter 50 ist. Da würde ich vorsichtig sein. Mit Frauen im gesetzten Alter sind oft, naja, meine Patentante zum Beispiel. Was mit Ihrer Patentante? Ich lehne es ab, auf der Landstraße mit fremden Leuten über meine Familienangelegenheiten mich zu unterhalten. Gut. Au. Was ist denn? Was haben Sie denn mit Ihrem Fuß? Wund gelaufen, beide. Ja, steigen Sie doch ein. Oder fahren Sie prinzipiell nur mit einem Rolls-Royce? Wenn Sie einen Rolls-Royce gefahren hätten, ich wäre überhaupt nicht stehen geblieben. Also gut, dann kommen Sie, steigen Sie ein. Also. Kostet mich bare 300 Mark. Wieso? Weil ich eine Wette verloren habe, dass ich es zu Fuß von Regensburg nach Wien bestimmt schaffe. Sechs Mädchen von meinem Club hätten mir jedes 50 Mark bezahlen müssen, wenn... Sie sind von Regensburg zu Fuß hier unterwegs? Sicher. Und jetzt ist mein schönes Geld futsch. Weg. Verloren dahin. Wieso? Sie müssen ja nicht sagen, dass ich Sie ein Stückchen mitgenommen habe. Ach so, einer sind Sie. Schämen Sie sich. Man macht krumme Sachen nicht, ob es rauskommt oder nicht. Wo fahren Sie hin? Nach Wien. So? Wieso sind Sie erstaunt darüber? Ich glaubte, Sie sagten bis Linz.
Ach so, ja, das Minz. Ja, ja, ich treffe dort einen Freund, der mitkommt. Ja. Das heißt, wenn ich ihn finde. Ja. Was ist das für eine Ruine? Das ist die Ruine von Schloss Weiteneck. Ja, die ist leider ziemlich zerstört. Nur ein Teil des Burgfrieds ist noch einigermaßen erhalten. Zwei Gebäudeflügel und ein Teil des Arkadenganges. Oh, entschuldigen Sie, jetzt habe ich Ihnen beinahe einen Vortrag gehalten. Aber nein, tun Sie das ruhig. Nein, lieber nicht. Ich glaube kaum, dass sich heutzutage noch ein junges und hübsches Mädchen für mittelalterliche Schlösser interessiert. Also wenn Sie mit dem jungen, hübschen Mädchen mich meinen, so interessiert es sich dafür. Was lesen Sie denn da? Das Börsenblatt des deutschen Buchhandels. Du Papst, sowas tut man nicht. Was tut man nicht? Dass man in Gegenwart einer Dame liest. Ach, sehen Sie, da habe ich schon mein Fett weg. Florian beschwert sich, dass ich lese. Du darfst nicht so streng mit deinem Vater sein, Florian. Ich habe ihm das Heft zum Lesen gegeben. Dann ist es was anderes. Müssen eigentlich Buchhändlerinnen auch immer alles lesen? Mein Papst meint, er muss immer alles lesen. Ja, also ich bin sehr dafür, schon von Berufs wegen, weißt du. Na, ist da alles inspiziert auf dem Schiff? Ja, hier gibt's sogar Schlafkabinen. Mhm. Wollen wir nicht lieber auf dem Schiff schlafen? Aber du weißt doch, Florian, dass uns der Herr Martin in Linz erwartet. Das ist gemein. Ich will aber lieber auf dem Schiff schlafen. Sie mit Ihren kaputten Füßen hätten ruhig sitzen bleiben können. So weit kommt's noch. Ja, leider habe ich diese Karre schon öfter geschoben, aber ich bring's nicht übers Herz, sie wegzuschmeißen. Ein sehr braves Wägelchen ist das. Es war so liebenswürdig, erst mitten in Linz zusammenzubrechen. Ja. Achtung, 30 Kilometer Höchstgeschwindigkeit. Sehr aufmerksam. Sie sind aber herzlichst eingeladen, hier mitzuschieben. Oder können Sie uns wenigstens sagen, wo hier in der Nähe so etwas Ähnliches wie eine Werkstatt ist? Gleich vorne rechts, 100 Meter. Sehr aufmerksam. Oh, halt! 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 Bleiben wir eigentlich nicht auf dem Schiff. Von jetzt an wird es doch erst schön. Und ein Bordfest sieht auch nicht an. Bordfeste sind nichts für kleine Jungs. Mach jetzt deinen Diener. Wiedersehen, Florian. Wiedersehen, Frau Welser. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Wiedersehen, Herr Richter. Noch viel Spaß. Dankeschön. Bleiben Sie eigentlich lange in Wien? Na, so zwei Wochen. Also, wiedersehen. Ja. Du Papst, fährt der Dampf jetzt gleich weiter? Nein, Florian. Der bleibt über Nacht in Linz liegen. Weiterfahren tut er erst morgen früh. Dann hätten wir doch auf dem Dampfer bleiben und können. Und du hörst jetzt auf zu quengeln, mein Lieber. Hm? Ein Doppel 132 erste Etage, bitte höflich. Aber leider kein Bad. Oh, prima! Ah, freu dich nicht zu früh. Ein Waschbecken ist bestimmt drin. Wir gehen zusammen essen. Danke, ja. Ich stecke nur noch schnell diesen Indianer ins Bett. Würden Sie bitte ein Schinkenbrot aufschicken? Sehr wohl, von euch. Und den großen Apfelsaft. Naja, komm. Bis morgen früh ist er fertig. Gut. Also, das Wägelchen schläft hier. Und wo schlafen wir? Ja, das beste Hotel am Platz ist das Prinz Eugen. Da gehen Sie hin. Und das Billigste? Da würde ich Ihnen die Pension Adria empfehlen. Warum wollen Sie denn unbedingt woanders schlafen? Bilden Sie sich wirklich ein, dass ich Sie verführen will? Aber nein. Ich will nur Geld sparen. Jetzt, wo mein Gewinn im Eimer ist. Und außerdem müssen Sie Ihren Freund suchen. Wen? Mein Freund? So, ja. Das muss ich wohl. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na und? Zähne? Hm.
Zahnpasta. Gurgeln. Gut. Und nun Marsch in die Klappe. Bad. Ich treffe ja sowieso niemanden mehr. Hopp. Also, gute Nacht, Florian. Gute Nacht, Papa. Ich bin bald zurück. Passiert nicht, ich schlafe ja. Das Zimmer ist prinzipiell im Voraus zu bezahlen, womit ich Ihnen nicht nahe getreten sein möchte. Hat man Sie schon oft geprellt? Doch, ich habe meine Augen und Ohren überall. Der Herr zum Beispiel wird Ihnen nicht Ihren Koffer aufs Zimmer tragen. Nein, das tue ich auch nicht. Das nehme ich meinen Koffer. Und im Übrigen verkennen Sie die Situation, liebe Dame. Mir macht keiner was vor. Also, Wiedersehen. Und vielen Dank für die Mitfahrt. Bitte, bitte. Und gute Fahrt morgen früh. Ohne Panne. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Susi? Ja, bitte? Das Auf Wiedersehen. Das meine ich wörtlich. Ich auch. Wiedersehen. Wie ich hier am schnellsten Weg zur Dampferstation komme? Geradeaus runter und dann rechts. Danke. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ein Augenblick bitte. Ja, wenn Sie mit einem Zimmer mit Dusche zufrieden wären, das kann ich Ihnen geben. Alles gut. Bitte schön. Zimmer 110, bitte. Hm. Sagen Sie, da kommt doch jeden Abend ein Dampfer aus Passau an. Ja, der bleibt über Nacht hier und fährt am nächsten Morgen nach Wien weiter. Hm. Gut. Dankeschön. Danke auch. Diese Surfer im Trainingscamp beweisen, Sportsignal ist die Zahncreme der jungen Generation. Warum Sportsignal? Ich will Spitzenleistung. In allem. Na klar, der Kariesschutz. Schmeckt wie Kaugummi. Und der Trainer? Wir wollen Bestleistung und die bringt Sportsignal auf. Der Kariesschutz bei super frischem Geschmack. Da ist Zähneputzen so selbstverständlich wie Training. Sportsignal. Training für die Zähne. Hi Tom, was darf sein? Ich weiß nicht, irgendwas anderes. Was anderes? Irgendwie neu. Was Neues? Aufregend. Und schön kühl. Pepsi Light. Unglaublich. Ich weiß, die haben den Geschmack verbessert. Sowas gibt's nur einmal. Nein, ich habe jede Menge davon. Geschmack verbessert von Pepsi Light. Vielen Dank für die Antwort. Flecken, gerade heute. Ist dir das nicht auch schon mal passiert? Tja, nicht richtig gespült. Es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr für Flecken. Neu, Somat 2000. Phosphatfrei, chlorfrei und viel ergiebiger. Somat 2000 spült fleckenlosen Glanz. Auf diesen fabelhaften Abend. Das neue Somat 2000. Fleckenloser Glanz. Ohne Nachpolieren. Grüß Gott, ich finde den Dampfer nicht mehr. Was tust denn du so spät noch auf der Gassen? Ich bin aus München und ich habe auch schon gesagt, ich finde den Dampfer nicht mehr. So, so, da muss man aber mit deiner Mutter schimpfen, dass sie nicht besser auf dich aufpasst. Du lass dich einfach so weglaufen. Können Sie mich hinbringen? Aber was bleibt man denn anders übrig, der Lauser? Komm.
da sind wir. Hey, Matrose, ich habe hier einen Ausreißer abzuliefern. Holen Sie mal die Mutter her. Sie sind gut. Wie heißt denn die Dame überhaupt? Welser, Gabriele Welser. Also, Frau Welser soll ihren Buben hier abholen. Schau mal nach. Vielleicht ist sie in der Kabine. Oder vielleicht läuft sie in der Stadt herum und sucht dich. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Na, das muss eine feine Mutter sein. Warum gehen Sie denn nicht mit auf das Schiff? Da habe ich nichts zu suchen. Das Schiff gehört dem Kapitän. Wir warten hier. Stuart, haben Sie eine Frau Welser gebucht? Welser? Ach ja, die ist auf 4. Sie soll an die Gangway kommen. Ein Polizist wartet auf Sie. Polizei? Na ja, ihr Bub ist ja ausgerückt. Ah. Ja, bitte? Sie werden vorne an der Gangway erwartet. Ich? Von wem? Von einem Polizisten. Einem Polizisten? Ja. Ja, Florian. Wenn sie nicht da ist, muss ich dich mit auf die Wache nehmen. Oder beim Kapitän abliefern. Sie muss da sein. Hoffentlich. Da ist sie ja, Gabriele. Florian, wo kommst denn du her mitten in der Nacht? Also, das muss ich Ihnen schon sagen. Das ist eine Verantwortungslosigkeit. Passen Sie besser auf Ihren Buben auf das nächste Mal, ja? Kann ja weiß Gott was passieren. Er fällt ins Wasser oder sinkt in einer mit oder was weiß ich. Herrschaft noch einmal. Zuerst Kinder in die Welt setzen und dann hat der Beamte die Scherereien. Gute Nacht. Danke Ihnen auch schön, Herr Wachtmeister, für Ihre Bemühungen. Ja, ist schon gut. Vielen Dank, Herr Wachtmeister, fürs Herbringen. Ja, gute Nacht, Florian. Gute Nacht. Florian, was hast du denn angestellt? Ich wollte dir bloß was sagen, weil ich mir was überlegt habe. So. Du hast dir aber nicht überlegt, dass dein Vater sich jetzt Sorgen macht. Ach was, der meint, ich schlafe, der merkt nicht, hat bloß das Schiff nicht mehr gefunden. Und da habe ich dem Wachtmeister gesagt, er soll mich herbringen. So, na gut, komm. Wohin? Zurück ins Hotel. Weißt du, wie es heißt? Prinz Eugen. Gut. Können Sie mir sagen, ob ein Fräulein Welser hier an Bord ist? Lieber Herr, Sie müssen verstehen, dass wir uns nicht alle Passagiere an Bord merken können. Ein Fräulein Welser kenne ich leider nicht. Eine Frau Welser ist an Bord mit einem kleinen Buben. Ich glaube, so 7, 8 Jahre. Nein, das kann sie nicht sein. Danke. Die Dame gehört zu mir. Guten Abend. Florian, jetzt schläfst du schön? Setzen Sie sich noch ein bisschen her. Hast du gemerkt, wie der Schutzmann gemeint hat, dass du meine Mami bist? Aber natürlich habe ich das gemerkt. Der hat mich ja ganz schön zusammengeschimpft. Passen Sie das nächste Mal besser auf Ihren Buben auf. Hat Sie das gefreut? Hör mal, Florian, du hast vorhin du zu mir gesagt. Du kannst das nicht immer ändern. Du, habe ich gesagt? Mhm. Dann sage ich weiterhin du. Also, du sollst mit uns auch ein Stück mit dem Auto mitfahren. Wir fahren nämlich zu Onkel Maus nach St. Florian. Aha. Dort ist eine Bibliothek, sagt Papst. Und eine Buchhändlerin muss überall dorthin, wo Bücher sind, damit sie alles weiß. Aha. Wir werden Onkel Maus sagen, er soll dir ein paar Bücher leihen. Tja, Florian, ich weiß nicht, ob ich mitfahren kann. Doch, doch, doch. Na, wir werden schon sehen, Gabriele? Ja? Von wo ist es eigentlich weiter? Von hier nach Amerika oder von hier nach China? Also ich glaube, von hier nach China. Dann habe ich dich lieb, von hier nach China, aber zu Fuß und mit ganz kleinen Schritten. Mein Sohn hat's gut. Du Papst, Gabriele fährt mit uns nach St. Florian. Herr Richter, entschuldigen Sie, aber ich musste den kleinen Ausreißer zurückbringen. Ausreißer? Papst, ich erkläre dir alles. Du Papst, ich habe sie einfach hergeholt. Das war doch richtig von mir, oder? Ja, der Florian ist sehr um meine Bildung besorgt. Er möchte gern, dass ich mitkomme, aber... Kein Aber, wir würden uns sehr freuen. Und wenn es Ihnen peinlich ist, mit einem verliebten jungen Mann zu reisen, schließlich bin ich ja auch noch da. Und mein Fahrer, der Herr Martin, ist ein äußerst seriöser Mensch. Wir passen schon auf. Also gut.
Na, Fräulein, gehen Sie etwa zu Fuß nach Wien? Sie wissen ja. Haben Sie Ihren Freund nicht gefunden? Nein, leider nicht gefunden. Reinster Barock. Was ist reinster Barock? Barock ist ein Baustil, Florian. Weißt du, die Leute, die das Stift damals errichtet haben hier, haben in diesem Stil gebaut. Die Leute müssen aber damals viel Geld gehabt haben. Ja. Ja, Florian. Onkel Mauro. Ja, Florian. Du wirst ja immer größer und größer. Aber Onkel Maus, hast du schon mal ein Kind gesehen, das immer kleiner und kleiner wird? Habt ihr auch was mitgebracht? Das musst du dir aufheben. Weißt du, was das ist? Ja, das ist ja unser Stift. Das ist aber ein schönes Bild. Das ist wirklich aufmerksam von dir. Wo hast du denn das her? Darüber schweigt es, Sängers Höflichkeit. Du bist gemein, Pap. Ich hab dir das Buch ersetzt. Na, Verzeihung. Grüß dich, Gott, Maus. Frank. Darf ich vorstellen? Von Gabriele Welser, Dr. Maus Kraft, mein Schwager. Grüß Gott, Hochwürden. Also, ihr habt eine weite Reise hinter euch. Kann ich euch etwas anbieten? Kaffee? Oder gehen wir lieber gleich in den Weinkeller? Gute Idee. Nein, kein Wein. Bücher. Gabriele ist nämlich Buchhändlerin. Schön. Mhm. Dann gehen wir in die Bibliothek. Nein, mir ist das zu langweilig. Du, Papst, zeigst Gabriele die Bibliothek und du, Onkel Maus, gehst mit mir in die Kirche und spielst nach der Orgel etwas vor. Also gut, dann gehen wir zwei jetzt in die Kirche und wir sehen uns dann später. Aha. Also, 130.000 Bänder erwarten Sie. Herrlich. Die älteste Handschrift ist aus dem 8. Jahrhundert. Du hast aber eine schöne Kirche, Onkel Maus. Die gehört nicht mir. Ich weiß, man sagt halt so. Komm, wir setzen uns hin. Ich muss mit dir was besprechen. Du wolltest doch etwas mit mir besprechen. Ja, ich wollte dich was fragen. Du verstehst doch was von diesen Dingen. Mhm. Meine Mami sitzt doch jetzt ganz bestimmt oben im Himmel, neben dem lieben Gott. Also, ob sie neben dem lieben Gott sitzt, das weiß ich nicht. Aber dass sie im Himmel ist, das glaube ich sicher. Und sie kann alles sehen, was ich tue? Du stellst aber schwierige Fragen. Ob sie alles sehen kann, das weiß ich nicht. Der liebe Gott aber, der sieht alles. Und er kann ihr alles erzählen? Bestimmt. Du hast doch nicht etwas Schlimmes vor. Nein, nein, ich wollte bloß den lieben Gott fragen, ob er mir nicht eine neue Mami schenkt. So eine wie meine richtige Mami. Meinst du, meine Mami böse ist, wenn der liebe Gott dir das erzählt? Sicher nicht. Gut, dann will ich jetzt beten. Tu das. Und nachher kommst du zu mir zur Orgelbank, dort durch diese kleine Tür.
Welch eine Metamorphose. Sagen Sie ruhig Verwandlung. Ich weiß, dass Sie mit Fremdwörtern umgehen können. So, haben Sie Ihren Freund gefunden? Nein, auf diesem Schiff war er auch nicht. Das muss eine sehr tiefe Freundschaft sein. Sie sehen auch schon ganz traurig aus. Ja, traurig. Susi, ich will Sie nicht länger belügen. Dieser Freund, das war eine Sie. Ach so. Ja. Ich bin mit ihr verlobt. Das heißt, gewesen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mit ihr war. Haben Sie sich mit ihr gestritten? Ja, das kann man sagen. Warum? Ist da ein anderer Mann dazwischen? Also, um der Wahrheit die Ehre zu geben, es war auch etwas Egoismus dabei, mich bewogen hat, euch nach Dürnstein zu begleiten. Egoismus? Ja. Sie werden nämlich im dienstiger Gut noch ein paar Flaschen vom 59er Leubner aufbewahren. Und wenn, bitte, das weiß ich nicht, aber wenn im Paradies Wein getrunken wird, dann ist es dieser. Halleluja. Halleluja. Ich bin so stolz drauf, als ob ich ihn selbst gebaut hätte. Herrgott nochmal, ist das nicht schön? Herrgott nochmal. Oh, Gabriele, danke, Maus hat geflucht. Nein, Florian, der Onkel Maurus hat nicht geflucht. Er ist nur froh und glücklich. Da ist ihm der liebe Gott eingefallen, weißt du? Ich bin auch froh und glücklich. Kann ich jetzt knipsen, Paps? Nein. Du hältst die Kamera verkehrt rum. So. Ja, komm mal her. Ja, das ist schön, ne? Ich mache jetzt eine Aufnahme von euch beiden allein. Ist gut. Na los. Aha. Du rasierst dich. Ja, warum? Nur so. Und jetzt gehe ich ein bisschen spazieren, darf ich? Hau ab. Erschreckt. Sag mal, Florian, weißt du, warum diese Burg so berühmt ist? Ja, weil hier der Richard Löwenherz im Kerker gesessen ist. Gut, das war ein englischer König und... Und er hat immer die Österreicher geärgert. Da haben sie ihn eingesperrt. Und da ist der Sänger gekommen und hat immer gesungen. Und der Richard Löwenherz hat das gehört und hat dazu gesungen.
Und so hat der Sänger alles bemerkt und hat ihn befreit. Sag einmal, woher weißt du denn das alles? Ja, die Geschichte hat mir der Onkel Maus erzählt. Und wenn du mal im Gefängnis bist, dann singe ich auch für dich. Das ist lieb von dir. So, und jetzt schenke ich dir was. So, was schenkst du mir denn? Hier eine Fotografie von meinem Papst, die tun wir jetzt in deinem Medaillon. Weißt du, mein Papst rasiert sich nämlich jetzt am Tag zweimal. Ist das so wichtig? Ja, er hat zu mir gesagt, nur Dummköpfe rasieren sich zweimal am Tag. Und das auch nur, wenn sie verliebt sind. Ja, Hochwürden waren schon lange nicht bei uns. Ja, das wird so 2 Jahre her sein. Das ist ihm bestimmt gut bekommen. Wem? Dem Weinhochwürden. Ja, 2 Jahre, das macht schon was aus beim Leubner. Wollen Sie vielleicht ein Wein dort in den Platz nehmen? Ich hole ihn gleich. Ja, sowas hat man heutzutage nicht mehr. Höchstens noch für Luftschutzkeller. Da zwischen diesen Fässern sind schon Fürstlichkeiten und Bischöfe gesessen. Die wussten, was gut ist. Da ist er. So, da ist er. 3 Flaschen habe ich noch davon. Die hebe ich für Sie auf. Ein lobenswerter Entschluss. Für Sie auch, Herr Dienstinger. Danke. Aber Sie werden doch sicher Abnehmer haben, die mehr zahlen als ich. Aber auf die Pfeife, Hochwürden. Die heutigen Leute haben ja überhaupt keine Ahnung mehr von einem Wein trinken. Na ja, die haben sie alle so eilig. Am liebsten möchten sie mir stehen trinken. Was heißt trinken? Saufen. Zum Wohl, Hochwürden. Zum Wohl. Zum Wohl. Die Kaiserin Maria Theresia, die hat darauf bestanden, jedes Mal, wenn sie einen neuen Prinzen, ein Kind betreut, diesen Wein zu trinken, diesen Leubner Kaiserwein. Ich muss schon sagen, ich habe dafür volles Verständnis. Die Dame war sehr gescheit. Wann ist deine Frau gescheit, Frank? Wenn sie weiß, dass sie gescheit ist, aber keinen Gebrauch davon macht. Also mir gefällt diese Gabriele Welser. Und dem Florian gefällt sie auch, sogar ganz außerordentlich. Und dir gefällt sie auch, kannst du es ruhig zugeben. Hast du eigentlich nie daran gedacht, wieder zu heiraten? Ich kenne sie doch erst seit 2 Tagen. Ja, ich nehme an, dass du aus der Sturm- und Drangperiode heraus bist. Glaube nicht, dass du ja heute noch einen Antrag machen willst. Oder doch? Nein, nein. Spüren tut man es immer gleich. Man muss es sich bestätigen lassen, man muss es prüfen, aber spüren, spüren tut man es immer gleich. Ich kann doch nicht einfach... Du weißt doch, wie sehr ich Elisabeth geliebt habe. Gabriele ist nicht Florians Mutter. Aber sie könnte es sehr gut sein. Ich schau mal, ob sie da drin sind. Mhm. Ja, die Herrschaften sind da drin. Hochwürden und der Herr Gemahl. Danke. Du Papst, jetzt weiß ich, warum Gabriele nach Wien fährt. So, warum denn? Weil dort die Großmutter ist und weil sie so ein schönes Haus hat. Schaut aus wie ein kleines Schlösschen. Wo ist denn das? Wo ist das, Gabriele? In Grinzing, Florian. Könnten wir da nicht auch hinfahren, Papst? Ah, ich weiß nicht, Florian. Ich glaube nicht, dass das geht. Susi? Du hast mir immer noch nicht erzählt, wie alt du eigentlich bist. Wie alt? Tja, Walter. Wann haben wir uns kennengelernt? Vor 2 Tagen, 6 Stunden und 35 Minuten. Da bist du noch sehr jung. Vielleicht bin ich morgen schon uralt, verrunzelt oder unglücklich. Hm. Gibt es hier eine Schiffsstation, die du inspizieren musst? Ja, es gibt hier eine Anlegestelle. Aber ich glaube nicht, dass ich sie inspizieren werde. Das ist eigentlich unser erster Spaziergang, Gabriele. Aber nein.
Nein, wir sind doch schon in St. Florian. Ich meine, unser erster Spaziergang zu zweit. Stimmt. Ich bitte um Pardon, dass mir das nicht gebührend aufgefallen ist. Manchmal glaube ich, Sie machen sich über mich lustig. Wie der Florian. Macht er sich lustig über mich? Mhm. Naja, schon wirklich. Er kennt mich ja ziemlich genau. Ja, viel zu genau. Sagen wir genügend, um mich um den Finger zu wickeln, wenn es um Schokolade und ähnliche Dinge geht. Die Dampferfahrt zum Beispiel, das war seine Idee. Also dafür müsste er eigentlich einen Orden bekommen. Als ob er geahnt hätte, dass Sie auf dem Schiff sind. Das hat er nicht geahnt, das hat er gewusst. Wir haben uns nämlich in Passau getroffen. Was? Ja. Das hat er mir gar nicht erzählt. Das ist eben ein Geheimnis zwischen uns. Ich glaube, Florian liebt Sie sehr. Sagen wir, er hat mich gern. Nein, nein, das ist mehr. Sie dürfen nicht vergessen, Florian ist ohne Mutter aufgewachsen und... Ich habe getan, was ich konnte, aber trotzdem... Vor unserer Abreise, da hat er mir erklärt, dass er... eine lebendige Mutter haben möchte. Der Arme. Damals hat er sie noch nicht gekannt. Das Buch hat er erst am nächsten Tag gekauft. Aber ich glaube, Florian wäre sehr glücklich, wenn Sie seine neue Mutter würden. Vergessen Sie nicht, Frank. Florians Mutter müsste automatisch Ihre Frau werden. Ja, sowieso. Das ist doch selbstverständlich. Sie werden verstehen, dass ich über diese Selbstverständlichkeit etwas nachdenken muss. Darf ich ein bisschen runter, Papst? Hm, du musst sogar. Hier, hol mir eine Münchner Zeitung. Hast du es nicht kleiner? Hm, leider nein. Die wechseln nämlich nicht gerne, bloß wegen der Zeitung. Aber wenn ich mir ein paar Mickey-Maus-Hefte kaufen dürfte, dann wäre das schon anders. Du darfst. Ja, herein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Dieser Brief ist für Sie abgegeben worden. Danke. Herrn Florian Richter. Mhm. Für dich. Ein Brief für mich? Mhm. Von wem ist er denn? Na, mach doch auf. Ach, lies du vor, Papst. Bei dir geht's schneller. Mein lieber Florian, ich musste schneller fort, als ich gedacht hatte. Es waren sehr schöne Tage mit dir. Grüße bitte auch deinen Vater und Onkel Maus und bleib brav. Deine Gabriele. Ist sie fort? Ja, es scheint so. Warum ist sie denn weg? Hast du mit ihr gestritten? Nein. Warum ist sie dann weg? Das weiß ich doch nicht. Wir müssen ihr sofort nachfahren. Sie ist bestimmt nach Wien. Das geht nicht, Florian. Warum denn nicht? Weil, also wir müssen uns damit abfinden, sei es vernünftig. Geh runter zu Herrn Martin und sag ihm Bescheid, dass wir um 11 Uhr abfahren. Was hat denn der junge Mann? Kummer. Ich übrigens auch. Hier, lies mal. Sie ist fort? Ja. Was hast du ihr gesagt? Ja, das ist doch nichts Schlimmes. Ich habe ihr gesagt, dass Florian sehr glücklich wäre, wenn sie seine neue Mutter würde. So was sagt man höchstens einem Kinderfräulein, das man engagieren möchte. Aber doch nicht der Frau, die man liebt. Also du meinst, ich habe einen Fehler gemacht? Fehler? Die größte Dummheit, mein lieber Junge. Lass dich gar nicht wundern, wenn sie von dir fort ist. Weiß doch hoffentlich, wohin sie gefahren ist. Ich nehme an, nach Wien, zu ihrer Großmutter. Hm. Wissen Sie das bestimmt? Danke. Also da wohnt er nicht. Aber er hat doch schon vor Wochen ein Zimmer bestellt. Aber das ist doch schließlich ganz egal, wo er wohnt. Wichtiger wäre, dass du endlich... Ich meine, habe ich nicht recht, Ferdinand? Nächste Frau Hofrätin meinen, dass sich die Fräulein Gabriele klar werden müsste, wen sie lieber hat, den einen oder den anderen. Ich weiß schon, wen ich lieber habe. Aber ich kann doch Walter nicht einfach im Stich lassen. Schließlich bin ich mit ihm verlobt. Also jetzt ist der Moment, wo man... Es handelt sich doch um die Zukunft gewissermaßen. Vielleicht unsere Kartenaufschlägerin in der Wassergasse frequentieren. Ich meine, pardon. Ich brauche niemanden, der mir die Zukunft weissagt. Ich weiß selbst, dass Frank und der Florian... uns einfach lieber ist. Dann gib du mir doch endlich einen Rat. Wozu? Du
Du wirst ihn ja doch nicht befolgen. Doch, diesmal ganz bestimmt. Also dann rate ich dir, nimm ein Aspirin und leg dich dann eine halbe Stunde nieder. Wenn ich mir erlauben dürfte, vielleicht wäre ein kleiner Sherry angezeigt. Also dann nimm das Aspirin mit dem Sherry. Und Sie haben ihn heute früh überhaupt noch nicht gesehen? Nein, Herr Richter. Aber er sollte Ihnen doch ausrichten, dass wir um 11 Uhr nach München zurückfahren. Das tat aber nicht, Herr Richter. Ich war die ganze Zeit unten, ich habe den Wagen gewaschen. Zeitung sollte er mir auch noch besorgen. Ich habe ihm 100 Schilling gegeben. Na, vielleicht fragen wir mal den Zeitungshändler. Sagen Sie, haben Sie hier nicht einen kleinen Jungen gesehen? Er sollte eine Münchner Zeitung für mich kaufen. Ja, so einen kleinen Jungen habe ich gesehen. Er hatte einen 100-Schilling-Schein in der Hand. Ich dachte, er wollte mir eine Zeitung abkaufen, aber dann ist er plötzlich in den Autobus eingestiegen. Dein Sohn ist klüger als du. Tja. Na? Tja, die engagieren mich. Anderthalb Stunden habe ich die Daumen gedrückt. Aber Hauptsache, es hat geholfen. Mhm. Kann man gratulieren? Ja, die Gratulation ist verfrüht. Ich habe ja noch nicht akzeptiert. Warum nicht? Tja. Tja, das wär's also. Mein Zug geht um 3 Uhr. Soll ich dich zum Bahnhof bringen? Nein, danke. Ich mag keine Verabschiedungsszenen am Bahnhof. Und, wenn du mal nach Regensburg kommst, meine Adresse ist Brückenstraße 3. Brückenstraße 3. Ja, du könntest doch wenigstens so lieb sein und meine Adresse aufschreiben. Was aufschreiben? Deine Adresse? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Adresse vergessen kann. Also, Brückenstraße 3. Das ist noch nach einem Rezept von meiner Mutter. Danke. Danke. Grüß Gott, ich bin der Florian. Ach, doch komm aber herein. Das ist das gnädige Fräulein Gabriele. Gabriele, Gabriele! Ja, Florian! Du, das ist der Florian. Sag mal schönen guten Tag. Grüß dich Gott, Florian. Grüß Gott. Sag mal, Florian, wie kommst du denn hierher? Mit dem Omnibus. Dann habe ich mir ein Taxi genommen. Aha. Wir haben einfach im Telefonbuch nachgeschaut. Wer wir? Der Taxichauffeur und ich. Und wo ist dein Vater? Noch in Dürnstein. In Dürnstein? Da muss ich ihn sofort anrufen. Komm, setz dich nieder. Willst du einen Kaffee oder einen Apfelsaft? Ich esse lieber einen Apfel. Aha, gut. Ah, der Herr Dr. Kunz. Tag, Ferdinand. Ist Fräulein Welser schon angekommen? Ja, heute in aller Früh, wenn ich mir erlauben dürfte, darauf aufmerksam zu machen, haben das gnädige Fräulein Gabriele bereits im Hotel angerufen. Herr Doktor war aber noch nicht abgestiegen. Ich meine, damit der Herr Doktor eine Ausrede parat haben, wenn das gnädige Fräulein Gabriele damit anfangen sollte. Ansonsten haben wir geweint. So. Aber ich könnte es nicht beschwören, ob wir wegen Ihnen, Herr Doktor, geweint haben, oder? Weshalb denn? Herr Doktor, die Seele der Frau ist ein Geheimnis. Ja, da stimme ich Ihnen gar nicht zu, Ferdinand. Für mich sind alle Frauen... Pardon, bitte höflichst. Ja, vielleicht für Sie, vielleicht heutzutage, aber früher... Da waren die Frauen, die was auf sich gehalten haben. Die waren unergründlich. Darf ich höflichst bitten, mir zu folgen, das gnädige Fräulein Gabriele ist im Salon. Was abgereist? Wissen Sie auch wohin? Ah, nach Wien. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Walter. Guten Tag, Gabriele. Guten Tag, Walter. Ich habe schon versucht, dich im Hotel zu erreichen, aber du warst nicht da. Na ja, du bist ja auch erst heute Morgen angekommen. Ja, ich
Ich habe noch einen Besuch gemacht in St. Florian. Mhm. Du, Walter, ich muss dich um Verzeihung bitten. Nein, das ist schon vergessen. Du bist mir davongelaufen. Nein, das meine ich nicht. Nein, sprechen wir nicht mehr davon. Du hättest mich nicht im Stich lassen sollen. Du weißt, wie furchtbar das ist, wenn man so Mutterseelen allein auf der Landstraße herumgondelt. Und da habe ich in Linz einen Anhalter mitgenommen. Hübsch? Wie? Ja, ganz, ganz hübsch. Deswegen bin ich ja gekommen. Ich möchte gerne mit dir darüber sprechen. Über den Anhalter? Rin. Über die Anhalterin. Ach so. Es kam so... Wer ist denn das? Das ist der Florian. Komm mal her. Ich habe ihn auf der Reise kennengelernt und wir sind gute Freunde geworden, nicht wahr, Florian? Sehr gute Freunde. Mhm. Bist du allein gereist? Natürlich nicht, mein Papst war dabei. Willst du ihn mal sehen? Er ist hier drin. Nein, lass das, Florian. Nein, das interessiert mich sehr. Und mit Recht. Er ist Architekt. Architekt? Ah, da versteht er sicher viel von alten Kirchen und Denkmälern und Burgen, hm? Ja, er hat uns alles gezeigt. Naja, also dann? Na also, da ist er ja, der Dr. Kunz. Na, Kinder, habt ihr euch ausgesprochen? Ja, mehr. Ja, oder weniger. Also dann gratuliere ich, mein Lieber. Wozu? Nur zur neuen Stellung. Ach so. Tja, gnädige Frau, ich danke Ihnen für Ihre Fürsprache, aber unter den gegebenen Umständen kann ich diese Stellung natürlich nicht annehmen. Ich bitte Sie, der Franzl hat sich bei mir bedankt, dass ich ihm einen so ausgezeichneten Chemiker verschafft habe. Also, jetzt machen Sie keine fiese Nachdenken. Der Posten ist Ihnen vom Herzen vergönnt, nicht wahr, Gabriele? Aber natürlich, Walter. Ich bedauere. Also, Gabriele? Leb wohl, Walter. Gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Und fahr vorsichtig. Wegen der Anhalter? Angenehme Reise, Herr Doktor. Wiedersehen. Ich bin Frankreich. Frau Hofrede, befinden sich im Garten. Ebenso das gnädige Fräulein Gabriele nebst dem jungen Herrn Florian. Darf ich bitten, mir zu folgen? Aber jetzt möchte ich gerne einen Kaffee. Ja, gleich. Paps! Da ist dein Paps. Paps! Ein sympathischer Mensch. Das ist Frank Richter, meine Großmutter. Gnädige Frau. Guten Tag. Ich bin der Vater dieses Ausreißers. Ja, ja, das weiß ich. Ich habe noch in der Küche zu tun. Komm, ja, gern. Hier, komm mit. Sagen Sie, Gabriele, wie weit ist es eigentlich von hier bis China? Mit ganz kleinen Schritten? Mhm. Du sag einmal, was willst du heute am Abend essen? Wie wär's mit Salzburger Nocken? Oh ja! Oh. Ferdinand, haben Sie eine Ahnung, wann mich das letzte Mal ein junger Mann geküsst hat? Ich glaube, das war im Sommer 1935. Oje, komm.
Noch eine Minute. Haben Sie schon gepackt? Wir haben schon gepackt. Natürlich, morgen früh geht es los nach Spanien. Wir wollen diesmal nach Griechenland. Mein Mann hat schon seit einer Woche Urlaub, aber wir müssen immer die Schulferien abwarten. Ja, wir auch. Guten Tag, Mami. Gut. Ist alles gut gegangen? Hast du alles vergessen? Vergessen? Ja, gut. Komm, wir müssen nach Hause gehen, ja. Auf Wiedersehen. Na, Florian, wirst du auch mit dem Wagen abgeholt? Nein, schließlich bin ich auch kein Baby mehr. Und außerdem habe ich ein Fahrrad. Na, bequemer ist er schon mit dem Wagen. Ah, da kommt die Irene, Mami. Also dann tschüss. Irene, Mami. Guten Tag, Mami. Guten Tag, mein Schatz. Gute Fahrt. Können wir deinen Freund nicht ein Stück mitnehmen? Vielen Dank, aber ich bin mit dem Rad da. Aber du hast ihn noch morgen zu deinem Geburtstag eingeladen. Klar, ist du mein zweitbester Freund. Und wer ist dein erstbester? Du natürlich. Schmeichelst du auch deiner Mutter so? Ich habe keine Mutter mehr. Sie ist gestorben. Oh, das ist traurig. Aber sicher hast du einen sehr netten Papi. Ja, den habe ich. Also dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Also morgen um 4. Ja, ja. Meine Damen und Herren, Schulkameraden und Dinnen, ich erlaube mir, lieber Thomas, dass ich im Namen aller eingeladenen und nicht eingeladenen Schulkameraden dich zu deinem Geburtstag herzlich beglückwünsche. Ein netter Junge. Ja, ich glaube, Florian heißt er. Möge dich der Schutzpatron aller Schulkinder weiterhin beschützen. Du mögest weiterhin Glück haben, wenn du deine Schularbeiten von deinem Nachbarn Heinrich dem Klugen abschreibst. Es möge dir immer wieder gelingen, wenn du zu spät kommst, deiner Lehrerin die lächerlichsten Ausreden glaubhaft zu machen. Ich bitte um Entschuldigung, Frau Lehrerin, aber wir hatten eine Reifenpanne. Und außerdem... Jetzt hör schon auf! Ha, da hört man ja schöne Sachen. Da es nun ohne Zweifel feststeht, dass der Feind mithört, beschränke ich mich darauf, dir, lieber Thomas, endgültig viel, viel Glück zu wünschen. Hoch die Tassen! Hoch! Hoch! Das macht doch nichts. Ich habe vorhin sein Zimmer gesehen. Die ganzen Wände hat er mit Bildern vollgepickt. Darfst du das? Natürlich. Die Irene-Mami schenkt mir die Bücher extra, damit ich die Bilder ausschneide. Mein Vater würde mich schön durchprügeln. Warum nennst du deine Mutter immer Irene-Mami? Zum Unterschied von meinen anderen Muttis. Thomas hat 3 Muttis. Hast du das noch nicht gewusst? Nein, wie ist sowas möglich? Meine richtige Mutti und Papi haben sich scheiden lassen. Er hat dann die Renate-Mami geheiratet, dann hat er sich wieder scheiden lassen und jetzt haben wir die Irene-Mami. Und ich habe gar keine Mami. Das kann dir leid tun, besonders am Geburtstag. Schau, da kommt meine richtige Mutti und die Renate-Mami. Da werdet ihr Augen machen, was die alles mitgebracht haben. Mutti, Renate-Mami! Thomas, ja. Tag, mein Schatz.
geht's dir? Oh, ist das für mich? Ja, alles. Alles. Tag, meine Lieben, da seid ihr endlich. Ja, guten Tag, wie geht es denn? Na danke, wie geht's euch denn? Thomas hat schon gewartet. Möchtest du auch drei Muttis haben? Ich wäre schon glücklich, wenn ich eine hätte. Was machst du denn da? Sag mal, du bist wohl total verrückt geworden, was? Du zerschneidest dieses kostbare Buch, Florian? Habe ich dir nicht 100-mal gesagt, du sollst die Bücher deines Vaters mit Respekt behandeln? Und nur mit sauberen Händen anfasst. Meine Hände sind sauber und vom Ausschneiden hast du nie etwas gesagt. So, hast du schon wieder vergessen, was? Was hast du denn da überhaupt ausgeschnitten? St. Florian, ich dachte, weil wir doch zu Onkel Maus fahren, freut es ihn, wenn ich ihm ein Bild von St. Florian mitbringe. Er wohnt doch dort. Aber wenn du solche Sachen machst, dann überlege ich mir, ob ich dich nicht besser zu Hause lasse. Bitte nicht, Paps. Du machst eines meiner kostbarsten Bücher kaputt und entschuldigst dich nicht einmal. Entschuldige, Paps. Und? Ich will es nicht wieder tun. Das will ich auch hoffen. Sag mal, sollst du nicht schon längst im Bett sein? Frau Beck wird mich schon holen. Aber für dich ist es Zeit für deinen Whisky. Eine gute Idee. Zeit mit dir auch immer Whisky getrunken? Ja, meistens. Du, Paps? Mhm. Ich möchte auch eine lebendige Mami haben, so wie die anderen. Das hast du ja noch nie gesagt. Aber seit ich in die Schule gehe, da haben die anderen Kinder auch alle eine lebendige Mami. Möchte ich auch eine haben, zwar eine nette. Klingt ja so, als ob du schon einen in Aussicht hättest für mich. Vielleicht meine Lehrerin. Sie mag mich, sie wird dir bestimmt aufgefallen. Hm. Oh, wie sieht sie denn aus? Sie ist ganz schlank. Und hat ganz weiße Haare. Oh, das ist zu alt für mich. Wie alt bist du denn, Papa? 39. Und bist du auch nicht mehr der Jüngste? Na, hast du recht. Florian, wir müssen ins Bett gehen. Was ist denn los? Das kratzt, du müsstest...